Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Samstag, der 4. April 2020, 9:31 Uhr, hier auf Nimmerland. Hier nun das Neueste für heute. Morgen verabschieden wir uns auf Nimmerland von unserer Freundin Anna. Es ist kein leichter Abschied, aber wir wünschen ihr Glück bei ihrem nächsten Abenteuer. Schaut heute nochmal für ein letztes Gespräch bei ihr vorbei und nehmt vielleicht Taschentücher mit. Und damit mache ich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Okay. Und damit herzlich willkommen, allen Freunde. Und zwar spielen wir natürlich wieder Animal Crossing, New Horizons. Ich habe hier einen Medaillen bekommen für irgendwas. Vielleicht, dass endlich mein Bewohner ausgezogen ist. Hauptsache Pamela ist nicht ausgezogen, ne? So eine Kacke, ey. Jeden Tag auf der Insel. Ach so. Ja. Ja. So, dann. Ich habe neue Bastelanleitung bekommen. Gucken wir mal kurz rein. Ein Schaukelwiller. Ein Bambussprossenlampe. Und eine Häschen-Tag-Wanduhr. Sehr, sehr hübsch, sehr, sehr hübsch. Ja, ich war... Achso, ja, stimmt ja. Wir waren ja gestern auf anderen Inseln. Ich habe ein bisschen den Weg angepasst, aber nur rechts, wenn man gucken kann, rechts oben, habe ich den Weg ein bisschen gemacht, gestern noch. Die Folge gestern kam halt etwas später, da ich von 8 bis 16 Uhr, ja, mit den Leuten für die Vorlesung auf Discord waren. Es hat echt lange gedauert. Und dann am Ende ist mir aufgefallen, oh scheiße, ich habe das ja noch gar nicht hochgeladen. Ja, genau. So war es halt. Deswegen kam es nicht um 15 Uhr, sondern glaube ich um 17 Uhr oder so. Oder um 18 Uhr. Wer weiß. So, wir gehen erstmal den Strand wieder ab. Obwohl, das Rezept haben wir ja schon bekommen. Das ist eigentlich ganz gut. Wie viel Platz habe ich im Inventar? Ja, geht noch. Geht noch. Die Kokosnüsse nehmen wir hier mal mit. Und ja. Was habe ich sonst gemacht? Eigentlich nichts, ne? Nee. Gestern war Freitag, ne? Ich glaube schon. Gestern war irgendwie so ein komischer Tag für mich. Ich konnte kein Animal Crossing spielen. Ich konnte nichts machen, außer die Vorlesung fertig machen. Aber ich habe sie jetzt fertig. Bin ich relativ glücklich drüber. Wir sind insgesamt zu dritt. Ja, und freue mich auch, dass wir die dann, ich glaube, nächste Woche im Podcast oder sowas dann dingsen müssen. Zum Glück sieht uns dann da keiner. Ich habe einfach gesagt, nee, ich habe keine Kamera. Sorry, Leute. ja, dann kann ich die nämlich einfach wirklich ablesen. Und muss nichts auswendig haben. Und bei Fragen kann ich schnell googeln. Das ist doch toll, oder Leute? Ja, sehe ich auch so. Ja, okay. Die Strandhälfte hätten wir schon mal. Ja, ich weiß echt nicht mehr, was ich eben noch machen soll. Weil es ist echt nervig. Angeln kann man nicht. Man könnte höchstens Insekten jagen. Weil, ne? Weil wenn man angelt, da kommt irgendwie gefühlt jedes, ja, 1,5. Ei ist ein, hier Dings. Ein Dings, wie ist das? Ein Ei, ja. Jeder Fisch ist ein Ei. Junge, Junge. Und so viel legen die, nicht, die Fische. Dass es so viele Eier gibt. Ah, neue Blume. Perfekt. Perfekt, da freue ich mich drüber. Müssen wir gleich auch wieder gießen. Gießen. Hallo Kokosnüsschen. Wie findet ihr mein Kleid? Ja, sehr, sehr schön, ne? Das können wir nachher ruhig ändern. Mal gucken, was Tina und Sina haben. Ja, Anna besuchen wir gleich natürlich auch noch, ja. Die will umziehen, hat sie mir gestern Nacht noch gesagt. Oh, ich würde am liebsten wieder umziehen. Okay, Anna, wenn du meinst, dann geh ruhig. Ich halte dich nicht auf. Ich wollte zwar erst die Nashörner und Pamela loswerden, aber wenn du jetzt gehen willst, dann mach's ruhig. Ja, ich stehe dir nicht im Weg. Habe ich hier so gesagt.
Und die war mir dann dankbar, dass ich das verstehen kann, dass man bei so vielen Nashörnern einfach nur abhauen will. Hier ist bestimmt ein Erdei drin. Wuhu, Fossil. Erdei. Es war so klar. Es war so klar. Ist das nervig, dieses Event, ey. Oh. Der erste Tag war es ja ganz angenehm. Aber mittlerweile, und da kommt schon wieder so ein Geschenk. Ich hoffe, da ist ein Rezept drin. Wo ist es denn? Ah, da hinten erst. Da hinten erst. Was ist weit oben? Sicher gar nicht. Jetzt? Nee. Jetzt? Ja. Och, ein Ei. Mann. Mann, ey. Ist ja hier echt. Echt nicht cool, Leute. Leute. Ja, ich hab dann gestern so um 17, 18 Uhr noch, die zwei neuen Folgen von Star Wars Clone Wars geguckt. Endlich kam Ahsoka. Endlich. Meiner Meinung nach eher einen schwachen Auftritt gehabt. Also es waren echt zwei Folgen, die richtig schwach waren, fand ich persönlich. Dann habe ich noch The Mandalorian geguckt. Das war relativ cute. Cute. Und ja, sonst. Ah ja, High School Musical habe ich auch noch geguckt, die Serie. Genau. Das war mein Freitag. Genau. Das war mein Freitag. Super, ne? Habe ich richtig viel geschafft. So, Gießkanne, komm. Danke. So, die gießen wir jetzt immer schnell. Ja, ich weiß, ich habe die unten ein bisschen blöd platziert, aber ich hatte jetzt keine Lust, die nochmal zu platzieren. Nochmal die Schaufel rauszuholen. Das ist nämlich echt anstrengend. Wirklich anstrengend, Leute. Glaubt mir, bitte glaubt mir. Klappt das so? Ich hoffe schon. Ja, klappt. Super. Super. Ja, ne? So spieletechnisch kommt ja jetzt erstmal nur Final Fantasy VII Remake raus. Last of Us wurde verschoben. Ja, ne? Ist halt jetzt so. Ich find's, ich kann die Leute ja verstehen, ne? Aber traurig ist es trotzdem. Ja, am liebsten und Mulan kann, möchte ich auch noch sehen. Aber nein, Disney sagt ja, nee, wir wollen Mulan lieber im Kino haben als auf Disney Plus. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Mann. Dann habe ich gestern auch noch ein bisschen Naruto geschaut, Naruto Shippuden. Natürlich nur meine zwei Lieblingsfolgen. Hinata gegen Pain und als Sakura Naruto ihre Liebeserklärung abgegeben hat. Oh Gott. Und dann irgendwie Naruto so richtig cool reagiert hat. Fand ich schon nice. Fand ich schon sehr gut. Gefällt mir sehr. Bringt das eigentlich, diese zwei Farben hier zu kreuzen? Ich glaube, das bringt gar nichts. So wie die hier. Die machen auch nichts. Ihr macht auch nichts. Obwohl da oben ist eine Knospe. Vielleicht kommt da ja was Cooles raus. Stimmt. Wir müssen ja auch noch shoppen hier. Habe ich denn genug Geld mit? Ja, habe ich. Habe ich. Ja, komm. Mach mal hier hin. Da unten waren auch noch Blumen. Die hier machen wir auch noch eben. So. Oh, da habe ich gewackelt. Müssen ja nicht alle Blumen gießen, ne, Leute? Nee. Obwohl, eigentlich schon. Eigentlich schon. Weil ich so ein herzensguter Mensch bin. Ja. Und weiter geht's. So, ja, war schon, das machen wir gleich. Jetzt gehen wir aber erstmal hier gucken. Nachdem wir den Schmetterling gefangen haben. Was uns Nuki heute so schönes verkaufen will. Aber meine schöne, mein Kescher. Ach, morgen ist Sonntag, ne? Oh, muss ich mir merken. Wegen Rüben.
Rüben, Rüben, Rüben. Morgen werden Rüben gekauft. Ja. Oh, eine Schreib- und eine Küchenmaschine. Eine Küchenmaschine hätte ich auch im Real Life gerne. Weißt du was? Ich kaufe erstmal. Ich glaube, ich habe noch viel Platz. 5, 6. Kann ich hier mir alles kaufen. 2000, okay, nehme ich mal. Die Rührmaschine, die hätte ich echt gerne. Nehme ich auch. Nehme ich auch. Und ein Bügelbrett. Das ist ein bisschen klein. Nehme ich aber auch. Und eine Wandkerze. 800 nehme ich auch. So. Da können wir direkt wieder verkaufen. Wie viel Rübenpreise können wir wissen? 41. Entweder ich habe echt totalen Pech. Ja. Weil manche haben ja irgendwie 500 oder sowas. Und ich komme hier mit meinen zweistelligen Beträgen her. Ich weiß auch nicht. Ich bin zurzeit ein bisschen verschnupft. Aber nur morgens früh. So ab 11 Uhr geht das dann wieder. Ist richtig seltsam. Richtig seltsam. Sternsplitter will ich eigentlich nicht verkaufen. Pfirsiche können wir weg. Ja. 14.000, super. Nehme ich. Nehme ich. Oder zeig mal hier, was du für Tapeten hast. Schädelboden. Oh. Nee, leider hast du nichts Schönes für mich. Sorry. Nee, gefällt mir nicht. Vielen Dank, Dankeschön. Mann, wann machen die ihren Laden größer? Wohl viele haben das schon, obwohl ich immer jedes Mal alles kaufe, ja? Passiert bei mir nichts. Nichts, nichts, nichts. Das macht mich ein wenig traurig tatsächlich. So, hallo. Ah, der Hut ist cool. Den will ich haben. Den Hut. Aber ich muss erstmal mit Sina reden. Du bist Moritz, richtig? Huch, träum ich oder was? Das ist das erste Mal, dass ich den Namen eines Kunden aus deinem Mund höre, Schwesterchen. Psst, Tina, du weißt, wie schwer mir sowas fällt. Also, ich bin Sina. Ich dachte, wir sollten uns einander endlich mal vorstellen. Viel Spaß dann noch beim Einkaufen. Oh. Guck mal, Leute, die mag mich jetzt langsam. Ein Blazer. Oh, Blazer erinnert mich ja voll an Schule oder sowas. Natürlich nicht an deutsche Schule, aber schon an Schule. Also eine Sch Ach, Radlerschwarz ist das. Okay. Portier-Outfit. Och, das. Oh, das Kleid ist echt niedlich. Das kann ich verschenken. Da freut sich bestimmt jemand drüber. Der Robin Hood Hut finde ich eigentlich auch ganz schön cool. Hier haben wir Hundeschnauzen. Lol. Lalalala. Schuhe sind irgendwie. Ich wollte sagen, gefühlt immer die gleichen. Aber ich finde sie irgendwie hübsch. Irgendwie schon. Aber ich möchte meinen Blazer kaufen. Am liebsten. Aha, vielleicht doch im Blau. Die anderen Farben gefallen mir nicht so richtig. Ja, kaufen. Ja. Da. Super. Wow, du siehst ja nice aus, ja. Ich finde auch. Ich finde auch Tina und Sina. Ja, hier 200. Und noch irgendwas. Hier. Aufräumprofi. Ah ja, interessant. Interessant. Danke, hoffentlich bis bald. Ja. Bis morgen. Bis morgen. Ja. Wir waren noch bei den Blumengießen. Blumengießen. Ausrüsten. Hier. Oh, guck mal, links ist eine neue Blume. Rechts auch.
Aber ich glaube, das sind die. Weiß nicht, ob das die richtigen sind. Es sieht orangiger aus als rot. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ob es was. Weiß ich nicht, ob das jetzt orange ist oder rot. Ich würde glaube ich sagen, das ist orange, weil das ist echt viel, viel heller als hier das Rot. Aber es könnte auch sowas sein wie hier. So eine hier. Naja, wer weiß, wer weiß. Das finden wir erst morgen, glaube ich, heraus. Ja, morgen. Oh, ich muss gleich mal gucken, wo Anna überhaupt wohnt. Welches Haus dann weggeht. Da. Und Peng. Ach, schon wieder ein Ei. Ich wollte ja noch nachgucken. Also ich muss jetzt die Tage echt mal nachgucken. Vielleicht machen wir das morgen. Wie viele Rezepte es vom Hastings-Tag gibt. Weil ich muss ja alle einmal herstellen, dann muss ich das auch wissen. Finde ich jetzt. Finde ich muss das wissen. Gießkanne. Was ist denn dahinter? Hallo? Ach, Nashorn. Ja. Dankeschön. Er hat mein Outfit gelobt, Leute. Ja, ich lob's auch. Sieht irgendwie lustig aus. Ich finde die Brille hässlich. Aber ich habe sie jetzt nicht abgenommen, weil ich bin sehr, sehr faul, Leute. Das müsst ihr leider wissen. Ich bin wirklich fauler Mensch. Wirklich faul. Es tut mir leid. Tut mir leid. Das kommt er jetzt auf mich zugerast und haut mich um. Das wäre ja was gewesen. Das wäre ja was gewesen. Ah, guck mal, links ist auch eine orangene Blume. So. Und bitteschön. Sehr schön. Bist du der Geldstein? Geld ist nämlich wichtig für meine Geschäfte. In den letzten paar Tagen habe ich es irgendwie nicht mehr geschafft, hier 8 Dinger rauszubekommen. Dabei drücke ich wirklich die ganze Zeit und ich habe nichts geändert. Ja? Oh doch, diesmal habe ich 8. Okay. 2 Eier, super. Libellchen, hallo Libelle. Liebe, stell mal vor, das Eier. Oh, Kegel ist in der Stadt. Oh, hey. Hey, was geht? Ich bin KK und spiele in der Stadt einen Song oder drei, bevor die Straße wieder ruft. Ich nehme gerade keine Wünsche an. Will nur ein Ding durchziehen, der Musik folgen, wohin sie mich führt. Musikwünsche nehme ich ab etwa 18 Uhr an. Schau dann nochmal vorbei, okay? Okay. Wir müssen hier mal ganz, ganz schnell hier das Geschenk hier abschießen. Schon zu weit. Und Peng. Und Peng. Nur ein Ei, schade. Schade, schade. Fossil. Ach, super. Super, super. Ja, cool, dass Keke da ist. Finde ich cool. Vielleicht gibt es dann heute Abend nochmal eine Sonderfolge. Ich schau mal, ich schau mal. Wenn ich dran denke, okay? Wenn ich dran denke. Du warst nicht der Geldstein, du könntest der Geldstein sein. Wo stelle ich mich denn jetzt hier am besten hin? Ah, hier. Hier kann ich noch. Okay, habe ich daneben gegraben. Und schnell hauen. So, wir gehen gleich noch auf eine Insel. In der Hoffnung, noch mehr Felseier zu bekommen. Weil ich habe gestern, nee, vorgestern noch geschaut. Und ich brauche noch ein paar Felseier. Und den Geldbaum da hinten, der ist auch noch schön. So, gib mal hierher Geld. Ich hoffe, hier waren 10.000er drin. Nee. Nur Tausender. Schade. Schade, schade. Schokolade. Oh Gott, ihr seid auch nicht gegossen, ne? Oh, ist mir aber auch jetzt egal. Oh, da haben wir eine neue Farbe. Links. Zwei neue Farben. Okay, gießen. Gießen, gießen. Oh, ihr habt's gebracht, Leute.
Ich bin stolz auf euch. Ich bin stolz auf euch. Wirklich, wirklich, wirklich. Sehr gut gemacht. Blumen. Dafür gieße ich euch alle Eimer. Ja. So, danke. So, ich gehe mal eben hier rein. Pamela, ziehst du bitte aus? Habe ich endlich A gedrückt? Jetzt. Oh, Pamela gibt uns ein Rezept. Ich krieg den Kreis schon noch eckig. Was hast du da? Was ich da treibe, willst du wissen? Gahaha, schau es dir ruhig an. Wenn ich fertig bin, wird das ein stabiler Romantikgartenstuhl. Was denn verlangt Fingerspitzengefühl? Was meint ihr? Oh, ich hab das doch schon, glaube ich. Naja. Okay, weiter verschenken. Mein ganzer Weg wird nur noch aus Rezepten voll sein. So. Kann ich dich hier hinlegen, ablegen. Falls einer von euch hier irgendwelche Rezepte braucht, ne? Soll er sich melden. Soll er sich melden. Achso, den Stein. Oh, guck mal, hier auch. Neue Pflanze. Perfekt. Perfekt. Herr Bus, ich habe doch meine Gießkanne hier genommen. So, sehr gut. Sehr, sehr schön. So, dann hauen wir jetzt noch auf den Stein hier. Mit etwas Glück ist es mein Geld. Mein Geld, ich muss ja hier irgendwie auch reich werden, Leute. Ja, es ist der Geldstein. Und diesmal drücke ich A. Komm, 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 komm. Ja, super. Super. Oh, ich habe gestern auch Pizza gegessen, ja. Ich habe mir nämlich mal wieder was bestellt. Und die macht sich leicht am Arsch bemerkbar, Leute. Das kann ich euch versprechen. Es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Vielleicht bin ich auch Lieferservice nicht mehr so gewohnt, weil ich nicht mehr so viel davon bestelle. Aber es schmeckt trotzdem gut. Und lecker, wirklich lecker. Aber Mann, mein Arsch. Solange ich keinen Durchfall heute bekomme, ist alles super. Ja, das will ich so unterschreiben. Die gezüchteten Blumen, die kann ich eigentlich auch mal wieder hier um platzieren. Die Tulpe da oben links, nämlich zum Beispiel. Bei denen hier weiß ich immer noch nicht, welche gezüchtet ist oder welche nicht. Es gibt eigentlich nur drei Farben und ich habe hier 1, 2, 3, 4. Vier Farben. Ja, ne? Probleme über Probleme, Leute. Ich weiß, wie hält man sowas auf? Aus. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wie halten wir Corona aus? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wenn man Corona hat, dann soll man wohl angeblich nichts mehr schmecken und riechen können. Das ist eigentlich ganz gut. Also, dass man es so herausfindet, weil so braucht man echt nicht zum Arzt zu gehen oder so. Aber man sollte trotzdem den Arzt anrufen, ja. Ja, ich merke mir das auf jeden Fall. Ich rieche jeden Tag jetzt, ja. an meinem Essen. Nee, bis jetzt habe ich noch nicht gerochen. Aber. Trotzdem, egal, ja. Wenn ihr nichts mehr riechen könnt, dann wisst ihr, ihr solltet mal den Arzt aufsuchen. Ich kann noch riechen. Ich kann noch riechen, ja. Ja. So, okay, gut. Ja, die Birnen, ne, die kann ich ja mal mitnehmen. Können wir verkaufen. Und ich gieße dir nochmal den Boden, ja. Weil der war nun auch so trocken und so. Ja. Wie wird nur zum Noki-Reini? Ich brauche da noch ein Main-Ticket. Danach bringen wir alle Sachen nach Hause. Oh, dich nehmen wir noch mit.
Und den Apfel, der da auf dem Boden liegt. Achso, hier waren noch zwei. Davon ist bestimmt einer ein Ei. Natürlich, was auch sonst. Und hier ist jetzt hoffentlich ein Fossil. Oder ich muss mir erstmal eine Schaufel craften. Nee, muss ich nicht. Perfekt. Sehr gut. Ach, auch ein Ei. Ihr wollt mich doch wohl veräppeln. Ihr wollt mich wohl veräppeln. Was soll das denn? Mann, ey. So, Eugen, ich habe hier ein Fossil für dich. Hoch? Oh, ich bin seit ein paar Tagen. Guten Morgen bereits. Im Museum von Nimmerland. Oh, ich bin aber, sie scheinen ja überhaupt nichts zu haben. Oh, ja. Boah, ich finde das echt nervig, dass man hier jedes schöne Ding erstmal hier analysieren muss. Oh, ach, wir haben drei Fossilien. Oh, wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir hätten nur eins. Oh, nicht nur ein Fund, sondern gleich mehr. Oh, sehr schön. Ich bin entzückt, man sieht, wie viel Freude sie haben. Und wenn sie in Nimmerland hier vorantreiben wollen, dann können sie ruhig weiter spenden. Spende, Spende. Ja, ich will etwas stiften. Fabelhaft. Ein Koprolit. Ein Koprolit. Huhu, hat man Worte? Das? Welche Wunder? Sie, bla bla bla. Aber sicher, heute ja. Prächtig, vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen. Nun denn, Hustel, Hust. Kaprolithen oder fossilisierte Fäkalien. Fäkalien? Nee. Das ist. Sind das Fäkalien? Wird das so geschrieben? Sind für uns eine reichliche Inspiration. Beispielsweise enthalten die Koprolithen mancher Pflanzenfresser kleine Steine. Sie fraßen wohl mit den Pflanzen auch Steine, welche die Pflanzen den Magen zerrieben. Während sie also nicht die besten Tischmanieren hatten, übernahmen die Steine die eigentliche Arbeit. Und das war's mit im Groben. Denken Sie mal darüber nach. Dann will ich Ihre großzügige Spende sogleich aufstellen. Ich danke Ihnen von Herzen. Okay. Ich dachte, er erzählt vielleicht etwas mehr, aber tut er nicht. Wir scheinen irgendwas erledigt zu haben. Stifte im Museum 300 Fossilien. Ne, hier. Nur das hier. Okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir? Oh, wir haben noch eine Nook-Medaille. Müssen wir gleich mal kurz gucken. Was haben wir uns da nicht angeschaut? Das sind die Ballons und das ist der Bonsai-Tisch. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Wo haben wir es denn? Da. Ballonschütze. Ja, das habe ich bald geschafft mit diesem Event hier. Wirklich. Wirklich, wirklich. Oh, ja, Digimon ist gerade auch im Angebot, wo ich das jetzt oben links gerade sehe. Ist auch mega cool. Ich habe es auch überlegt zu kaufen, aber ich habe mich dann tatsächlich für Just Dance entschieden, damit ich ein bisschen Sport noch weitermache. Ich laufe jetzt jeden Tag bei Ring Fit Adventure so 5 bis 7 Kilometer, sind mein Ziel immer. Und dann mache ich noch 5 Songs von Just Dance. Ja, toll, ne? Sehr, sehr schön. Das ist meine morgendliche Routine. Obwohl, so morgendlich ist das gar nicht. Vormittags, sage ich mal. Vormittags. Aber um 9 nehme ich ja meistens die Anime Crossing auf. Und dann so um 11 fange ich dann an mit dem Laufen. Und danach mache ich Dingsy. Just Dancy. Und danach gehe ich Duschi Duschi und danach Essi Essi. Jo, das ist so mein täglicher Ablauf momentan. Finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ja, gefällt mir auch. Gefällt mir auch. So. Und gestern habe ich keinen Sport gemacht, Leute. Sorry, I'm so sorry. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich mache Sport. Aber ich konnte es gestern nicht. Hatte keine Zeit dafür. Ich will auch nicht vor 10 Uhr aufmachen, weil ich weiß nicht, wie sehr meine Nachbarn die Schrittgeräusche hören. Oh, Tapete ist drin. Oder Boden. Streifenboden. Nehmen wir mal mit. So. Ja.
Ja, irgendwie wurde meine Meilen-Dingy hier unterbrochen. Ich weiß nicht wie, aber okay. Von mir aus macht nichts. Hab nichts dagegen. Fußbodenspot. Oh, der könnte cool sein. Der könnte, glaube ich, cool sein. Ich glaube, ich nehme das mal mit. Bestellen. Ja, danke. Und dann noch Nuckmal einlesen. So, erstmal mein Ticket. Und dann kaufe ich mir vielleicht einen neuen Boden oder so. Ja, vielleicht einen neuen Boden. Vielleicht diesen selbstdesignten Boden. Da kann ich nämlich QR-Codes, glaube ich, dafür verwenden. Eigenes Design, Weg-Lizenz. Ja, komm, wollen wir die uns noch hier einlösen. Perfekt, perfekt. Und dann geht's auch schon wieder. Oh. Eine App wurde aktualisiert. Ja! Mit Hilfe der App kann ich Wege im eigenen Design ablegen. Ja, das freut mich ja so sehr. Ja. Oh, Platz habe ich nicht so wirklich, ne? Gießkannen brauche ich jetzt nicht, also bringe ich erstmal die Sachen nach Hause. Ja, zwar, oh, hier haben wir noch ein Ei, wahrscheinlich. Ja. die Blumen hier oben haben wir gegossen, oder? Ja, haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. So, hier oben rechts, ja. Und links sollen überall Blumen hinkommen. Überall. Aber nur die gezüchteten. Das ist mein Ziel. Und ich möchte links irgendwo noch einen Weg nach oben haben. Da muss ich nicht immer außen herumlaufen. Genau. So, ins Lager. Lager. Alles ins Lager. Ah. So. Muss ja echt sagen, wir haben echt schon viel, glaube ich. Vor allem im Lager. Eine Axt. Nö, vielleicht brauche ich die nicht. Die nehme ich trotzdem mal mit. Und ja. Genau. Wie sieht's aus hier? Lager ist randvoll, würde ich fast schon sagen. Oh, ist gar nicht so voll. Tatsächlich, weil das sich ja eh alles stapelt. Ja, okay. Übertreppelt. Und Ostern ist bald vorbei. Und ich werde meinen ersten Geburtstag online feiern. Ja. Toll, ne? Geburtstag in Quarantäne. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Für mich. Für mich haben wir heute den vierten. Warte, was steht da unten? 4. April tatsächlich. In 3 Tagen habe ich Geburtstag. Oh mein Gott. Und ich bin zu Hause und darf nichts machen. Außer online spielen. Das gab's noch nie. Sehr traurig, Leute, sehr traurig. Aber ja, egal. Mein Ticket, ja, komm, gib mir eine coole Insel, bitte, bitte. Bitte keine Bambusinsel, ja? Habe ich keine Lust drauf. Geschwind, weil sie Dodos sind. Oh, Pfirsich, perfekt, das gibt Kohle. Ja. Danke fürs Mitnehmen. Das gibt nämlich Kohle. Aber erstmal machen wir die Fossilien und so alle auf. Oh nein, das ist kein Erdei, oder? Ich hoffe nicht. Ah, komm, 8. Ja, haben wir geschafft. Perfekt. Ich muss, glaube ich, auch die Tage irgendwann mal wieder Holz fällen. Weil Holz wird langsam knapp, tatsächlich.
Oh, hab ich eine Angel mit? Ja, habe ich. Das könnte nämlich ein Stör sein. Oder der Stör ist schon weg, ich weiß es nicht mehr. Ein Seebarsch ist es, glaube ich, nicht, wenn er hier ist, oder? Mal gucken. Oh, hat direkt angebissen. Oh, ist ein Barsch. Wow. Das hat sich ja gelohnt. Es gibt auch Inseln mit gezüchteten Blumen. Hat mir ein Kumpel erzählt, da habe ich erst mal blöd geguckt. Was? Echt? Muss ich ja mehr hier auf meinen Inseln gehen. Ich könnte auch mal gucken, wie weit mein Stadtlevel ist. Meine Inselstufe. Ich habe da jetzt eigentlich schon ein bisschen noch was gemacht. Hier, Schaufel. Was haben wir hier? Ein Ei. Wow. Ich freue mich ja so darüber. Wirklich, wirklich. So. Ja, die Eier, die, wie gesagt, ne, also mich nerven die ein bisschen. Es gab schon gute Vorschläge auf Twitter, wie man es vielleicht nächstes Mal lösen könnte, dass es mit meinen Tickets so eine Osterinsel gibt. Das wäre eine Möglichkeit, die ich auch ganz gut fände, glaube ich. Weil so nerven diese Eier da die ganze Zeit. Ist für Casual Gamer vielleicht eigentlich ganz gut. Weil so können auch Leute, die nur wenig spielen, auch das Event mitmachen. Aber eine eigene andere Insel wäre das für, glaube ich, auch ganz gut geeignet. So. Hier haben wir nochmal eine Schaufel. Das war zu nah. Das war zu blöd. Und da. Eins. Ein Ei haben wir. Zwei. Drei. Okay, drei. Drei ist gut, kann ich mitarbeiten. Muss ich mitarbeiten. Und ja, am liebsten wäre ich jetzt auch auf einer einsamen Insel. Mit Internet natürlich. Mit Internet und mit vielen Pfirsichbäumen. Und mit anderen Bäumen. Dass ich immer was zu essen habe. Das wäre toll. Das wäre toll. Obstbäume sind generell gut, aber ich weiß nicht, ob die überall das ganze Jahr wachsen, also blühen und Obst produzieren. Produzieren. So, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Müsste man vielleicht mal herausfinden. Kann ein Baum, kann ein Apfelbaum die ganze Zeit Äpfel produzieren? Ohne Pause. Weil dann hätte man eigentlich tatsächlich ein sicheres Dings, ne? Hier könnte man nämlich. Aber wie verdient man dann Geld? Weil Internet kostet ja Geld. Ja, das ist natürlich auch eine gute Frage dann. Vielleicht mit Hartz IV oder so. Dann würde ich mich erstmal selbstständig machen als Obstbauer. So, ne? Als Obstbauer. Oh nee, ach egal. Okay. Wir machen das Loch dahin. Als Obstbauer, dann kündige ich nach 2 Jahren. Weil dann habe ich ja ganz schön viele Obstbäume schon gepflanzt und sowas. Und dann kann man, glaube ich, Hartz IV beantragen. Mein Plan für die Zukunft, Leute, Obstbauer werden. Deswegen studiere ich Obstbau. Nee, Spaß. Aber es ist eigentlich schon für eine coole Insel, wenn man sich eine Insel kauft und dann von dort aus Obstbau betreibt, ist das, glaube ich, schon relativ cool. Weil dann würde ich mich auch fragen, wie können Spinnen denn auf meine Insel kommen? Erstmal würde ich alle ausrotten. Alle Spinnen. Okay, vielleicht nicht ausrotten, aber ich würde sie dann irgendwie woanders hinsperren. Dann würde ich die Insel als meine Wohnung sehen. Wo Spinnen kein Zuhause haben dürfen, Leute. Leute. Oh Gott, da habe ich A gedrückt. Das habe ich, glaube ich, verdient, weil ich so gemein bin gegenüber Spinnen. Aber ich mag die echt nicht.
Mann, Leute. Ich ekel mich, wirklich. Ich ekel mich. Ich ekel mich. Der König mag keine Spinnen. Ich weiß nur, als ich hier eine an der Wand hatte und dann total durchgedreht ist, weil niemand war hier. Und die war richtig fett. Ich konnte nicht mal in meinem Zimmer. Ich konnte nicht mal in mein Zimmer. Und dann war mein erster Gedanke: Nein, mein Laptop! Nein, mein Laptop! Wie kriege ich den denn da jetzt raus? Und dann, so eine 2 Stunden später, ja, habe ich dann versucht, mit dem Schuh die kaputt zu machen. Und dann habe ich gegen die Wand dann meinen Schuh geschmissen, ja. Dann war an meinem Schuh ein Spinnenbein dran, ja. Ein richtig langes Spinnenbein. Boah, hier geht schon wieder Gänsehaut. Boah, eklig. Eklig. Und dann hatte ich Angst, weil ich habe den Körper der Leiche nicht gefunden, dass sie dann irgendwie sich dann nachts rächt oder so, weil ich ihr ein Spinnenbein irgendwie abgeschlagen habe. Ja, hatte ich wirklich Angst um mein Leben, ey. Ja gut, Leute. Das war hier ein Deepy-Talk von mir hier, ne? Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich verkaufe jetzt mein Obst hier. Legen wir zurück, ja gerne. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Morgen kommt auch Venja. Und wenn das Projekt irgendwann vorbei ist, dann kommt auch schon das nächste Projekt. Animal Crossing. Wie gesagt, weiß ich nicht, ob ich das jeden Tag bringen möchte. Ja, sehen wir dann, ne? Bis dann, euer Kapitän, haut rein und ciao.